Ich hoffe, ich kann jetzt Tin einfach so einschmelzen, ohne dafür gleich wieder irgendwelche Blau-Chip-Dinger zu brauchen. Du, da verbrenne erstmal Holz. Du kriegst später die ordentlichen Fuel-Blocks, also die Yoki-Fuel-Block-Dinger. Dann habe ich jetzt hier so einer. Da so einer. Fuck. Falsch. Falsch. Du musst erstmal Draht herstellen. Was? Da ist Draht. Dann musst du nach da das machen. So, so, so. Dann kommt hier die nächste Fabrik hin, die dann Tin, Copper Wire macht und dann kommt von links erst das Tin. Also hier, hier, da. Genau. So, du machst jetzt Tin, Copper Wire. So, und das Tin, Copper Wire kann dann weiterverarbeitet werden. Zu dem da, zusammen mit Carbon. Geht allerdings... Oh, das geht in grauen Fabriken, das ist okay. Bau, graue Fabrik. Also ich muss jetzt nur kurz nach oben gehen, da ein bisschen Carbon abholen, dann passt das. Ja, das wird ziemlich schnell hergestellt, das ist gut. So, das staut sich doch gar nicht so stark, wie ich dachte mit den Blöcken. Das heißt, ich muss das auch eventuell nächst erweitern. Woran man jetzt schon sieht, dass das mit dem Kohlefeld hier einfach nicht reicht. Also klar, man hat später auch noch Electric Mining Drill MK3, 4, 5, 6 und man hat auch noch die Speed-Module und God-Module, was weiß ich. Trotzdem ist es ein recht kleines Feld und wird da unten mehr Sinn machen. Das heißt, wenn ich irgendwann mal ein bisschen Zeit habe, werde ich mir so 6 bis 8 von denen hier bauen. Ebenfalls die Boiler so viele und dann diese Anlage nochmal unten aufbauen. Und die erstmal laufen lassen, solange bis es da unten ordentlich funktioniert. Derweil kann ich schon mal hier das klauen. Wie viele Mauern haben wir jetzt? 26, ist ein Anfang, sehr gut. Du kriegst noch ein paar grüne, die ich übrigens auch immer, wenn ich gerade nichts crafte, crafte, oder sollte ich die grünen herstellen. Da. Baufabrik. Kisten. Richtige Kisten da. Die kurz abbrechen. Da sind die Kisten gelandet, da sind die Kisten gelandet. So, eine rein, eine raus. Rein, raus. Du stellst bitte ab sofort her. Stimmt, die brauche ich auch noch. Wo bekam ich Solder her? Das war auch das. Nein, 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 nein. Ich habe mich verklickt. Hier. So, und dann kriegst du hier das Carbon. Und dann passt das. Dann haben wir schon mal die Basic Electronic Components. Und dann brauche ich noch, also fünfmal die Basic Electronic Components und einmal Solder. Für Solder brauche ich Solder Plates. Solder Plates stelle ich aus Blei her in einer blauen Fabrik. Blauen Schmelzofen. Blauen Schmelzofen habe ich noch nicht. Der wird irgendwo anders sein. Das ist ein Electrolyzer, nein. Schnief, schnief, schnief. War das... Da drin konnte ich es machen, ja. Aber es gab eine Version davor. Ah, stimmt, vielleicht hier bei 1? Ja, sehr gut. Das erforsche ich dann als nächstes. Dann kann ich die Metal Mixing Furnace machen. Damit kann ich dann das Solder machen. Mit dem Solder dann zusammen mit denen hier endlich die... blauen Dingensbummens. Die Electronic Boards. Und damit kann ich dann Licht machen. nach gefühlten 10 Folgen oder so. Ja, es sind erst 5 oder so, aber trotzdem. Krumpf, krumpf, krumpf. Du kriegst hier. So. So, hatte ich nicht noch mehr von den Laboren gebaut? Anscheinend nicht. Oh, Ärmchen. Davon kannst du mir auch ruhig was geben. Das hier sammle ich auch mal alles ein. Zack. Kupfer habe ich noch genug. Ich glaube, ich mache da mal einen kleinen Trip in den Nordosten und schaue mir an, ob da irgendwas zu tun ist. Sonst nehme ich die 26 Mauerstücke und erweitere schon mal unseren Haupteingang hier. Das sieht geil aus. Oh, stimmt. Die Gates sind extra Forschung.
Gate war eigentlich direkt nach der Mauer gewesen. Ich klicke mal auf die Steinmauer unten. Ah, die gibt's gar nicht. Doch, da ist Stonewall. Okay, erstmal brauche ich Military 2 und dann brauche ich 100 grüne Tränke dafür. Ja, nee, tut mir leid, das ist mir nicht wert. Dann mache ich lieber die Gates hier. Bisschen einfacher und so. Und du brauchst mehr Muni als deine Kollegen, weil deine Kollegen fast nicht schießen. Ah, geht. Du kriegst mal den Rest. Ich muss vielleicht die Munition automatisieren, wenn er so weitergeht. Okay, große Kisten habe ich jetzt, auch wenn die gar nicht so wichtig waren. Jetzt musste ich das für das Solder-Zeug machen. Da, Alloy Processing. 25 rote Tränke. Das sollte schnell drin sein. Dann kannst du auch nochmal ein C und 2, 3, 4 Ps und noch ein C bauen. Also 2 Cs und 4 Ps, um das Ganze zu verdoppeln. Bereite ich auch schon mal vor. Wobei, nee. Wollte ich doch gar nicht. Mensch, Gero. Ich wollte runter das da vorbereiten. Dafür brauche ich nur ein paar mehr hiervon. Ich überlege gerade, ob ich nicht jetzt schon recht schnell zu den besseren Poles gehe. Aber nee, das ist vollkommen egal. Ich werde ja später das Ganze eh zigtausendmal umbauen. Da. Bitte die doch nochmal abbrechen. Und die bauen, genau. So. Die Kohle ist noch gar nicht freigelegt. Das ist natürlich unpraktisch. Das heißt, ich darf gleich erstmal hoffen, dass meine Stahlachs noch lange noch hält. Die ganzen Bäume da wegmachen und dann eine schöne Stelle suchen, wo ich da anfange. Mit... Da seid ihr. 5 von den Boilern und 10 von... Nee, 10 von den Boilern und 10 von den Turbinen. Ich mache einfach 1-1. So, das hier muss schon alles weg. Weil hier fängt das coole Feld schon an, das ist nämlich echt riesig. Das wird super. Ich muss dann auch die Anlage mit den Kohleblöcken hier zwischen machen. Das heißt, hier kommen ganz viele Drills hin. Auf Fließbänder. Die Fließbänder führen hier irgendwie lang. Dann kommen hier nach rechts die Crusher und Pressen und was weiß ich. Damit da die Kohleblöcke rauskommen. Und dann daneben irgendwo... Das hier würde ich gerne wegmachen. Oh ja, hier könnte ich das einmal rüberziehen. Hab ich Landfill und so Zeug? Da, bauen wir 12. So war das, ne? Ah, schön. Hab Fisch gefangen. Oh ne, hab ihn zerstört. Ja, und dann mache ich hier die Wasserdinger. Bau Wasserdinger. Wasser, Wasser, Wasser da. Blub. Was? Blub. Abstand muss ich wieder gleich gucken, wie es funktioniert. Und du. 1, 2, 3, 4, 5. Brrrp. Brrrp. 5. Und dich. So. Ja, das müssen wir dann schauen. Und in der Mitte das Fließband. So, und dann kommen von da die Q-Blocks. Dann, dumm, dumm, dumm. Achso, die mussten jeweils dann immer... Ne, müssen die nicht. 5. 5. Und außen irgendwie die Dinger. Ich gehe davon aus, dass wir später im Hightech-Bereich eh irgendwelche Strommasten haben, die halbe Basis abdecken mit einem einzigen Teil. Also mache ich mir um die Position da nicht so super viele Gedanken. So. Bau bitte schon mal... Irgendwie ja kein Angriff, kann das sein? Bau Drills da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Die dann erstmal keinen Strom haben. Also ich muss das Ganze hier noch anschließen, richtig.
düpp, düpp. So, ihr seid im System jetzt angeschlossen. Nur die hier hinten noch nicht. Einmal Termiten bauen. Weil jetzt, wo die Gegner wieder Alien-Artefaktteilchen droppen, ist das doch wirklich sinnvoll, wenn sie da angreifen. Na, mal schauen. Noch bin ich auf der ersten Angriffsstufe. Also genetischen Evolutionsstufe. Da macht das ja noch Spaß, wenn sie ihn angreifen. Aber ich denke, später nicht mehr. So. Hier ist jetzt die erste Kohle freigelegt. Okay, dann macht das da rein. Und auch nach oben und unten. So. Ich hätte gerne... Ja, mit den Puls kann man das hier echt knicken. Mach das so. So. Lass es denn hier rausfließen. Zu. Hä? Das sieht kein bisschen komisch aus. So. Und von hier ab gehen dann die Crusher pressen oder was auch immer. Du kommst da weg, du kommst da weg. Ich brauche mehr von euch. So. Crusher, Crusher. Du. Da. Du. Was? Hab ich die nicht zu Ende gebaut? Da. Ärmchen, 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 Ärmchen. Ach. So. Weg. So. Nochmal. Crusher. Dum, dum. Ärmchen, 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 Ärmchen. Du machst die. Du machst die. Du machst Coal Dust. Okay. Und dann gehst du hier runter. Darüber. Oh. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Ja, habe ich. Schneller, 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 schneller. Und sehr gut. Damit sollte das gleich schon laufen. Nicht besonders gut, aber es sollte schon mal laufen. Dann muss ich jetzt so nach und nach die restlichen Crusher und Pressen da bauen und dann passt das. Und natürlich auch noch wesentlich mehr Kohle-Drills. Aber, ne, ist schon mal ein guter Anfang. Erforsch bitte irgendwas, was nur Rot braucht. Wie zum Beispiel die besseren Fabriken. Drill. Drill. Mehr Fließbänder. So. Hält hoffentlich ein bisschen. Schön, 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 schön. Wenn ich nichts crafte, wollte ich was machen? Grüne Tränke. Go. Es fehlt Eisen recht viel. Ein bisschen Kupfer. Die roten Tränke sehen gut aus. Die sehen echt gut aus. Sammeln die mal weg. Vor allem werden die Fabriken ja auch gleich durch blaue ersetzt. Oder demnächst zumindest. Dann geht das noch mehr ab. Schön, 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 schön. Also langsam, ne? Aufwärtstrend und so. Das nehme ich mir mal alles mit. Das nehme ich mir mal alles mit. Das da auch. Ich brauche bald schnellere Fließbänder. Und schnellere Ärmchen. Und alles schneller. Gib mir die. So, jetzt brauche ich noch Solder. Solder konnte ich mit dem blauen Schmelzdingens da bauen. Dafür brauche ich nur Stonebricks. Achso, und Blei. Ja, da ist ein Bleifeld. Tipp, 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 tipp. Bleifeld. Schmelze.
Schmelze. Mit 4 Blocks. Ah, ah. Ah, ah. Oh, nö. Da brauchte ich auch jetzt die richtigen Schmelzen, ha? Huh? Ah.